So, Teil 4 von Folge 31 mit Alessandro. Wir reden weiter über Italien und wir sind jetzt bei der Pepe Grillo-Bewegung angekommen. Und ich habe jetzt im Teil zuvor gelernt von dir, dass das quasi die Bewegung war, die sich gegen die alten Parteien gewandt hat. Was ich erstmal sehr sympathisch finde. Für die Italiener Viele Italiener auch. Wie auch. erfolgreich war er denn? Ja. Sehr erfolgreich. Sehr Erfolg. erfolgreich, sehr erfolgreich. Also praktisch hat ungefähr ein Viertel der Stimmen bekommen im Abgeordnetenhaus. Ein Viertel. Vom Standard. Also Aus dem praktisch Stand, also von aus dem null. Stand, von null, aus dem Standard praktisch ein Viertel der Stimmen bekommen. Das ist ein beträchtliches Ergebnis natürlich. Seit wann gibt es die Partei? Das ist eine sehr junge Partei. Also es ist eine Partei, die im Grunde genommen aus einem Block entstanden Aus was ist. für einem Das heißt, Block? also ein Block von Beppe Grillo. Das ist praktisch einem meistgelesenen überhaupt in Italien. Ist das ein Und Journalist oder was? nein, Beppe Grillo ist ein, kann man mittlerweile sagen, ehemaliger Komiker, sehr erfolgreich. Ein Komiker. Ein Komiker, ja. Also, und der seit Jahren die Missstände der Politik anprangert, auch über seinen Blog. Das macht er regelmäßig. Und ich glaube, der hat einfach den richtigen Nerv getroffen, und zwar diesen Unmut der Italiener gegen die alte Politik, gegen eine Politik, die als viel zu korrupt, viel zu selbstbezogen wahrgenommen wird. Und Ist ja nicht das anders als in Deutschland anscheinend. viel schlimmer. Noch schlimmer. Noch schlimmer. Ah, nee. Der Punkt ist eben, dass man eben das Gefühl hat, dass die Politiker in einer eigenen Welt leben, die eigentlich mit der Realität der normalen Bürger gar nichts mehr zu tun Wie hat. hier. Nein, 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 Das habe ich auch das Gefühl. ich glaube, kann man das Gefühl, ab und zu kann man das Gefühl bekommen, in Deutschland hat man bestimmte Partys, die durch die Gelder der Parteienfinanzierung finanziert wurden, doch nicht gesehen, wie man eben in Italien gesehen hat. Das heißt, es ist noch ein langer Weg, bis man manche Fälle da auch hier in Deutschland sieht. Aber Also nein, ich glaube, das ist eine junge Partei, die haben ist sich eine also junge vor ein paar Jahren Partei. erst gegründet. Ist eine junge Und Partei. er ist der Parteichef und jetzt Spitzenkandidat von ihr. Er bezeichnet sich nicht als Parteichef, er als Garant dieser Bewegung. Seine Rolle ist sehr interessant, weil er eben kein Parteichef ist. Einer ein Motto dieser Bewegung ist, dass uno vale uno, das heißt, jeder zählt wie ein. Das heißt, wir sind alle gleich und ge jeder gilt einfach als seine Person, ein Kopf und auch Grillo. Hört Das sich heißt, sehr basisdemokratisch an. hört sich sehr basisdemokratisch an, Aber? aber es ist eine dargestellte Basisdemokratie. Weil am Ende doch alle machen, was Grillo macht. Im Grunde genommen ja. Beziehungsweise Grillo und Casaleggio. Was ist das? Casaleggio ist eine Art Internetguru, der eine Art rechte Hand. Manche meinen sogar der eigentliche Chef der Bewegung von Beppe Grillo, ist jemand, der praktisch fast unsichtbar agiert. Das heißt, Im Hintergrund. er agiert Er zieht sehr zieht die im Fäden, Zieht oder? die Fäden, kann man das behaupten. Viele Kritiker behaupten das. Interessanterweise einige der Kritiker, oder eine der Bewegung von Beppe Grillo, die ihn Casaleggio direkt kritisiert haben, Ja. wurden dann relativ bald auch aus der Bewegung ausgeschlossen. Das soweit zur Basisdemokratie. Nein, aber es ist eine Bewegung, die auch neue Akzente setzt. Das Welche? Thema Transparenz zum Beispiel. Transparenz der Endlich, Politik. endlich. Transparenz der Politik ähnlich. Das Thema Parteienfinanzierung. Sie wollen im Grunde genommen keine Wahlkampfrückerstattungskosten annehmen.
Das heißt, das ist auch etwas fast Revolutionäres in Italien, weil man eben den Eindruck hat, dass der eine oder andere Partei sich eigentlich bereichern möchte auf Kosten der Steuerzahler. Und es ist eine Partei, die auch zum Beispiel das Thema Umwelt, das Thema erneuerbare Energien, das Thema Wasser in öffentlicher Hand sehr, also stark in seinem Programm hat. Also sind Akzente, die durchaus interessant sind, auch zum Teil neu. Aber womit hat er denn die Wahl gewonnen? Ich meine, du sagst, er war sehr erfolgreich. Die Leute haben ihn ja jetzt nicht gewählt, weil er die Parteifinanzierung kritisiert hat. Hat er irgendwie soziale Sachen angesprochen? Oder hat er sich gegen die Austeritätspolitik hat er sich gegen Monti ausgesprochen? Also womit hat er die Wahl gewonnen? Er hat sich gegen Monti ausgesprochen. Er hat sich für eine, eben, wir haben das vorher schon angesprochen, das Thema Entwachstum, also auch für eine andere Art, überhaupt das Thema Wachstum, das Thema Wirtschaft zu denken, ausgesprochen. Aber ich glaube, entscheidend war... Es war ein anderes Wirtschaftssystem, oder? Richtig. Also das Thema Postwachstum, was man auch hier in Deutschland... sehr sympathisch. Sehr sympathisch, ja. Also an sich... Und man sieht das, es ist ja sehr, sehr populär gewesen. Aber das Thema ist das Thema Bekämpfung der Privilegien der Politik. Das ist das Thema, das seinen Erfolg erklärt. Anti-Establishment. Anti-Establishment, weg mit der alten Politik, weg nicht im übertragenen Sinn, sondern tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Die müssen praktisch raus aus dem Palazzo. Weg, die müssen einfach die komplette, also die politische Klasse erneuert werden. Interessanterweise sind die neuen Abgeordneten der Grillo-Partei sind sehr junge Leute, die manche waren Arbeitslose, manche, also Leute auch aus der Zivilgesellschaft kamen auch dazu. Also sind eben... Ist das schön, oder? Ist es schon. Auf der anderen Seite werden sie natürlich für eine gewisse Unerfahrenheit kritisiert. Man hat das auch ab und zu gesehen, wenn der ein oder andere sich über etwas komische Verschwörungstheorien, rübergibt. Also muss man eben ein bisschen genauer hinschauen, aber an sich ist schön. Also eine Erneuerung der politischen Klasse. Übrigens, die erste Ergebnisse hat man eben schon gesehen, weil die neue Präsidentin der Abgeordnetenhauses hat soeben gestern eine Reduzierung der Kosten des Abgeordnetenhauses durchgesetzt. Das heißt, wird den italienischen Staatshaushalt jetzt aber sanieren, oder? Das wird nicht ausreichend sein. Ein kleiner Anfang ist natürlich ein Signal, das ist sehr wichtig. Aber das heißt, ich glaube, da ist eben der entscheidende Punkt. Also dieses Versprechen, wir werden ganz genau hinschauen, was die, das ist auch sehr interessant zu sehen, die Grillo, auch die Rhetorik der Grillo-Bewegung, sie unterscheiden sehr stark zwischen wir und die. Die sind das Establishment. Die sind das Establishment, die sind korrupt, die sind alle gleich. Also das ist Berlusconi. Das ist Berlusconi, Bersani, das Monti. Ist Monti, genau. Die sind das System, die müssen bekämpft werden, die müssen nach Hause geschickt werden. Wir sind die Besseren. Das ist sehr sympathisch. Aber auch das Problem ist, sehr sympathisch. Das Establishment hat ja quasi Italien da... Ist das im Land? Die Frage, hilft das, also so eine Auseinandersetzung, die basiert eher auf Konflikt als auf einen Versuch, das Land aus der Misere, aus der Krise zu führen, eigentlich basiert, hilft so eine Einstellung, so stark zwischen wir, die Besten, und die alle praktisch korrupt sind. Hilft sowas oder sollte man vielleicht nicht etwas genauer hinschauen und vielleicht auch differenzieren und unterscheiden den verschiedenen? Wie machen die das denn jetzt? Also ich meine, jetzt gibt es da keine, eine Regierung ist nicht möglich zu bilden. Mhm. Arbeiten denn die Grillo-Leute mit denen denn zusammen? Oder sagen die, komm, es war jetzt Wahlkampf, wir machen es wie immer, auch wie in Deutschland, wir zählen zwar das, aber wir machen das andere. Nein, sie halten sich daran. Sie halten sich daran. Auch das ist doch sehr sympathisch. Das ist sehr sympathisch. Die Frage ist, Sie halten sich daran, was sie versprochen haben. Halten Sie sich daran oder
werden sie daran gehalten. Von wem? Von Grillo. Also, die Frage ist, inwieweit denken sie mit ihrem eigenen Kopf oder werden sie sozusagen ferngesteuert? So wie bei Berlusconi. So, bei Berlusconi kann man darüber diskutieren. Aber das ist eben die Frage. Zumal, das ist der Punkt, Sie sprechen ein sehr wichtiges Thema an, und das ist Transparenz. Das ist das Versprechen, eben allen Bürgern, allen Wählern zu zeigen, was tatsächlich im Parlament läuft und auch was in der Bewegung läuft. Das heißt zum Beispiel Streaming, Sitzungen per Livestream zu übertragen. Das stimmt aber nicht. Das wird die wichtigsten, schon in den letzten Tagen, die wichtigsten Sitzungen der Parlamentarier der Grillo-Bewegung wurden doch nicht per Livestream übertragen. Gestern hat eine Parlamentarierin gesagt, ups, wir haben das vergessen. Wie denn? Also man sieht eben auch zum Beispiel der Vergleich mit dem Piratenpartei völlig fehl am Platz. Auch nicht nur wegen der Rolle einer starken Figur wie Grillo, sondern auch da. Das Thema Transparenz ist, da muss man unbedingt noch viel weiter machen. Danke, Alessandro. Wir sehen uns wieder, wann immer ihr eine neue Regierung habt. Das muss man sehen. Wahrscheinlich hoffentlich bald oder irgendwann. Bald? Sehr bald? Du sagst bald. Nee, es muss sehr bald sein. Am Dienstag öffnen die Märkte wieder. Man muss bis Dienstag eine Lösung finden. Und es wird bis Dienstag eine Lösung gefunden. Ansonsten wird die Situation doch sehr schwierig werden am Dienstag dann. Danke.